Ihnen hier beim Ausparken. Danke, ich brauche keine Hilfe. Sie haben hier ca. 20 cm. Es gibt Momente, in denen Frau auf gut gemeinte Ratschläge vom starken Geschlecht verzichten kann. Erst recht, wenn sie gerade böse abserviert wurde. So wie Merlin, die Heldin aus der antiromantischen Beziehungskomödie Gut zu Vögeln. Wo sind denn alle? Fangen wir hier nicht um 9 an? Also, ich hab mal gerade durchgezählt. Also, wir sind alle vollzählig. Die Merlin ist eine sehr perfektionistische Frau, die alles optimieren möchte und effizienter machen möchte. Aber das andere Gegenteil ist so immer drin und das versucht sie so im Zaum zu halten. Und das gelingt ihr dann im Laufe des Films immer schlechter. 9. Leider hat sie dann nicht mit ihrem Verlobten gerechnet, der sie verlässt. Merlin, ich muss unsere Hochzeit canceln. Per SMS? Ich hätte dich schon noch angerufen. Es ist der absolute Albtraum. Sie hat ihre Wohnung schon vermietet und muss jetzt in diese WG einziehen. Bitte nicht deine Schwester! Die ist mir schon immer auf den Sack gegangen. Das weißt du ganz genau, mein Freund. Merlin gewinnt auf jeden Fall das Zimmer und zieht dann ein. Und eins führt zum anderen. Mein Leben ist ein Trümmerhaufen. Und du sagst mir jetzt, ich soll hier putzen, damit es mir besser geht? Wow. Jakob hatte diesen super Tipp, um mich abzulenken. Was denn für ein Tipp? Jakob putzt doch immer, wenn er traurig ist. Geht's dir besser? Wie das halt im Leben manchmal so ist, merkt man, dass der eigentlich ursprünglich immer als ganz doof galt, gar nicht so doof ist. Ich will mich nicht verändern, um dir zu imponieren. Nicht den ganzen Abend Probleme diskutieren. Aber eins gebe ich zu. Das, was ich will, bist du. Das Leben schreibt bekanntlich die besten Geschichten. So ist das auch hier. Was Merlin im Film widerfährt, erlebte Miratil am eigenen Leib. Doch anstatt in Selbstmitleid zu versinken, fasste die Regisseurin einen unkonventionellen Entschluss. Mir geht's richtig scheiße. Lass mich eine Komödie draus machen. Da, da, da. Ich bin gerade in Zeitlupe reingekommen, oder? Aha. Da, da, da. Denkt man dann sofort, ah ja, okay, das kommt mir alles so bekannt vor. Aber es ist schon vom Schreibstil her irgendwie ungewöhnlich. Ich finde, der Humor ist auch anders und das hat mir sofort gefallen. Am schlimmsten sind ja wohl diese verfickten Wellnesshotels mit diesen verfickten Milchglastüren. Wer hat die überhaupt erfunden? Hitler? Du hast echt nicht alle Latten am Zaun. Klar, es muss lustig sein, aber es muss vor allem, finde ich, also vor allem im Kino so sein, dass man die alle wahnsinnig mag. Dass man irgendwie gerne einer von denen wäre und mit denen befreundet sein will oder sich auch mit denen so identifiziert, weil die so sind wie in meinem Freundeskreis. Ich pflege diabeteskranke Koalabären, arbeite als Teilzeit-Penismodel und... Penismodel? Aha, aha. Sie nimmt die Figuren sehr ernst, sie nimmt die Konflikte sehr ernst und die Emotionalität. Und das ist auch wichtig, damit es nicht einfach nur albern wird. Und ich glaube, dass das funktionieren kann. Das tut es sogar ziemlich gut. Auf entwaffnend ehrliche Art erzählt Gut zu Vögeln von den Sorgen und Wünschen der Mitdreißiger. Einer freiheitsliebenden Generation, die Sex liebt und Beziehungen fürchtet. Aber eigentlich doch mehr vom Leben will. Gut zu Vögeln, was für ein Kackwortspiel. Den hab ich nie